müssen das sofort reparieren. Arbeite lieber, da ist die Direktorin. Juckt es nach echter Action.
mit giftigem Biomaterial gemeint. Wahrscheinlich gerade sämtliche Vorschriften in Sachen Abfallentsorgung. Aber wenn Nati es so will, mache ich es so. Hier bricht alles zusammen. Repariere es, Schwennen. Wenn die Quelle hochgeht, ist bei uns der Ofen aus. Thank you.
Verstopfung. Sucht die Rohre heim. Kümmere dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versucht, sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Werde sie los. Noch ein wenig durchhalten. Explosionsgefahr gebannt. Heben wir die Quarantäne auf. Yeah.
Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur. Hoffe ich. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich. Er ist mein liebster Pausenkumpel. Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier. Wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat. Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer 1, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer 2, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer 3, streng vertraulich, also stelle ich keine Fragen. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Was machen Sie hier, Arish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Ich sollte weiter. Halten Sie durch. Stimmt. Die Quarantäne wartet.
Angst. Was? Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Emily sage, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Ihr beide solltet euch kennenlernen.